Konzepte. Konzeptite. Die Konzepte beinhalten immer die vier Grundsäulen. Тези концепции винаги са основани на четирите основи. Stoffwechsel, метаболизъм, Säure-Basen-Haushalt, алкално-киселинен баланс, Immunsystem, имунна система, Darm и черва. Fangen wir mit dem Liebsten an, was wir haben. Да започнем с най-хубавото, което имаме. Haben Sie Kinder? Имате ли деца? Да. Ist Ihnen die Gesundheit Ihrer Kinder wichtig? Was brauchen Ihre Kinder? Aloe Vera Honey. Aloe Vera Smet. Smet. Genau. Wie viel? Kokoko. Tropfen für Tropfen. Kapka für Kapka. Milliliter für Milliliter. Milliliter für Milliliter. Manchmal auch schon 20-30 Milliliter, dreimal am Tag. Individuell. Pro Balance würde ich sagen, bis zum 4., 5. Lebensjahr brauchen Sie noch nicht. Dann lieber ein bisschen mehr Aloe Vera geben. Zwischen 6 und 10 Jahren können es 2, 3, 4 pro Balance sein. Между 6 и 10 годишна възраст може 3, 4, 5 таблетки pro Balance. Wenn Sie trotz meines Hinweises, wie geschluckt wird, Sie sagen, ich krieg das nicht runter. Ако обаче съветите, които ви давам, казвате, не ги разбирам. Wie schlucken wir? So? Ако този съвет, който ви дадох за поглъщането на таблетките, не сте го разбрали, питам пак, по какъв начин поглъщаме таблетките? So? По такъв ли начин? Окей. Wenn Ihre Kinder in die Pubertät kommen. Както детето вече е в пубертет. 6, 8, 10, 12. 6, 8, 10, 12. Stressfrei. И няма стрес. Merken. Запомнете това. Омега 3. Омега 3. Ganz wichtig in der Schulzeit. Много е важно по време на училищните години. Haben Sie eine Erklärtype Aktivität ADS Probleme? Обясних вече за Gibt es dann nicht mehr. Проблема с хиперактивността или с синдрома с дефицит на вниманието няма да ги има повече. Die Kinder können sich besser konzentrieren, besser lernen. Децата по този начин могат по-добре да се концентрират, по-добре да учат. Und können innerhalb von 2-3 Monaten die Noten deutlich verbessern. И за 2-3 месеца значително може да се подобри състоянието. Омега 3. Омега 3. Okay. Vita Aktiv, eigentlich auch jeden Tag. Също всеки ден. Besonders wenn die Obst und Gemüse und Salat so. Особено когато детето не яде с такова удоволствие плодове, зеленчуци и салата. Колостро флюсиш и цистус gehört in die Hausapotheke. Както се разбрахме, течната коластра и цистус са част от домашната аптечка. Und bei Bedarf geben. При необходимост се дават веднага. Принцип verstanden. Разбрахте ли принципа? Nächstes Problem. Следващия проблем. Der Darm. Червата. Aloe Vera Honig oder Sivera? Aloe Vera Smet или Скоприва? Sie wissen den Unterschied? Unter 40 Honig, über 40 Sivera. Разбрахте вече разликата, под 40 годишна възраст Смет, над 40 годишна възраст Sivera. Dosierung notfalls bis auf 300 ml hochgehen. Като дозировката при много сериозни случаи може да достигне до 3 пъти по 100 ml на ден. Alle Darmprobleme haben auch was mit Übersäuerung zu tun. Всички проблеми чревни имат общо с свръхкиселинността. Zum Beispiel Magenschleimhautentzündung. Например, възпаление на стомашната лигавица. Probiotik immer geben, wenn der Darm schon im Ungleichgewicht ist.
винаги давайте пробиотик, когато вече в червата има дисбаланс. Wenn das Ungleichgewicht sehr extrem ist, и ако този дисбаланс е твърде голям, können Sie auch 2 oder 3 Probiotik über den Tag verteilt nehmen. Може да е необходимо 2 или 3 таблетки да вземете през деня, не наведнъж разпределени. Haben Sie schon mal gehört, dass es Säuglinge gibt, die schon Darmprobleme haben? Чували сте дори за кърмачета, които вече имат проблеми с червата? Wenn Sie denen was zu essen geben, sind die nur am Schreien. И всичко, което им се дава да седе, го поръщат. Die vertragen noch nicht mal die Muttermilch. Те дори не могат да понасят и майчиното мляко. Gibt es. Има такива. Ich habe 3 Mädchen. 3 момичета. Also sind jetzt schon Frauen. Вече са жени всъщност. Meine mittlere Tochter. Моята средна дъщеря. 6 Monate. Nur geschrien. Продължение на 6 месеца само плачеше. Papa, Arzt. Таткото е лекар. Ich konnte meiner Tochter nicht helfen. Аз тогава не можех да помогна на дъщеря си. Kein Kinderarzt konnte meiner Tochter helfen. Нито един педиатър не можеше да помогне на дъщеря ми. Wir für mich heute kein Problem. Но това за мен днес не би било проблем. Probiotik. С пробиотик. Wusste ich aber nicht. Но тогава не го знаех. Wenn Sie kleine Kinder haben, ein paar Monaten, 1-2 Jahre. Когато имате малки деца, на 2 години. Machen Sie die Probiotik-Kapsel auf. Отворете капсулата пробиотик. Dann sehen Sie so ein Pulver. И тогава ще видите нещо като прах. Haben Sie so eine Kapsel schon mal aufgemacht und mal geguckt, was da drin ist? Вече пробвали сте да отворите капсулата и да видите какво има в нея? Da sind ja die Bakterienstämme drin. Вътре са бактериалните щамове. So, jetzt würden Sie ja vermuten, wenn Sie die Kapsel aufmachen, sind diese Bakterien nicht mehr geschützt vor der Magensäure. Може би сте си мислили, че ако отворите капсулата, бактериите вече не са защитени от стомашните сокове. Jede einzelne Bakterienstamm ist nochmal mikro verkapselt. Всеки един бактериален щам в допълнение е защитен от микрокапсулиране. Das heißt, selbst wenn Sie die äußere Kapsel entfernen, което значи дори да отстраните външната капсула, überstehen die Bakterien durch die Mikroverkapselung den Magen. Поради това микрокапсулиране бактериите оцеляват и през стомаха. Was sollten Sie logischerweise dann nicht machen? Логично, какво не трябва да правите? Einen probiotischen Joghurt zu sich nehmen. Да не си взимате кисело мляко с пробиотици. Kein Schutz. Защото там нямат защита бактериите. Wirkung null. И действието е нула. Hilft nur der Herstellerfirma. И единствено, на който помага е на фирмата производител. Течна коластра. Bei Reizdarm. При раздразнен червеник. При болест на Крон. Colitis ulcerosa. При ulcerativen colit. Divertikel. При divertikulit. Oder Hämorrhoiden. Hämorrhoiden. Или също и при хеморроиди. Sie wissen, was das ist? Знаете ли какво е това? Okay. Nächstes Problem. Следващ проблем. Bewegungsapparat. Двигателни апарат. Ортопедични Erkrankungen. Ортопедични заболявания. Aloe Vera Freedom. Aloe Vera Freedom. 3x30 bis 3x100. 3 пъти по 30 мл до 3 пъти по 100 мл. Wenn Sie eine fortgeschrittene Arthrose haben. Ако имате вече напреднала фаза на атеросклероза. Zusätzlich Gelenk plus Kapsel. Arthrose. Когато имате напреднала фаза на артроза, допълнение плюс zusätzlich 2x2. Капсулите Freedom. 2 пъти по 2. Pro Balance alle 2 Stunden 2. Pro Balance
две таблетки на всеки 2 часа. Колострум флюсиш, um zum Beispiel rheumatoide Erkrankungen. Течна коластра, например, при ревматоидни заболявания. Und Omega 3. И Омега 3. Weil Omega 3 eine Fettsäure ist, die gegen Entzündungen arbeitet. Защото действа срещу възпаления, които са предизвикани от мастни киселини. Verstehen Sie jetzt schon so langsam, warum ich von Konzepten rede? Разбирате ли малко защо говоря за концепции? Sie brauchen also mehrere Strategien, um letztendlich das Problem in den Griff zu bekommen. Необходими са ви по няколко стратегии, за да може да овладеете проблема. Dosierung immer so anfangen, dass der Körper damit klarkommt. И дозировката винаги в началото, така че организма да свикне. Und letztendlich so lange steigen, bis die Beschwerden weg sind. Се продължава толкова дълго, докато оплакванията изчезнат. Oder der Arzt durch Untersuchung ihm sagt, das Problem ist erledigt. Или докато лекаря след преглед ви каже, че проблема е решен. Принцип verstanden. Разбрахте ли принципа? Die Haut. Кожата. Aloe vera Honig oder Sivera, je nachdem wie alt sie sind. Aloe vera с мед или с куприо, зависимост от възрастта. Je nachdem wie stark ihre Probleme sind, wieder die Dosierung individuell. И в зависимост от силата на проблема, дозиране индивидуално. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, alle Hautprobleme haben auch was mit Übersäuerung zu tun. Както вече казах, всички кожни проблеми имат връзка с свръхкиселеността. Weil der Körper die Haut als dritte Niere einsetzen muss. Тъй като тялото трябва да използва кожата като трети бъбрек. Chronische Hautprobleme wie Neurodermitis oder Psoriasis. Хронични кожни заболявания като невродермит или псориазис. Haben auch immer ein Darmproblem zur Folge. Обикновено имат като последица и някакъв чревен проблем. Deswegen Probiotik 12. Ето защо Probiotik 12. Und Colostrum flüssig. И течна коластра. Um die entzündlichen Prozesse einzudämmen. За да може възпалителните процеси да се намалят. Trinken. Und von außen. Но и също и външно може да се прилага. Wenn Sie eine Neurodermitis haben oder eine Psoriasis und gehen damit zu Ihrem Hautarzt. Ако имате случай на невродермит или псориазис, was macht er dann mit Ihnen? Какво правите? Sie bekommen eine Salbe. Получавате, като отивате на лекар, получавате някакъв мехлем. Vielleicht noch ein Medikament. Може би някакво лекарство. Und was sagt der Arzt zu Ihnen? И какво ви казва лекарят? Chronische Krankheit nicht heilbar. Че хроничните заболявания са нелечими. Was sagt Ihnen heute Dr. Delby? Обаче какво ви казва днес доктор Делбе? Mit diesem Konzept. С тази концепция. Werden Sie die Probleme nicht mehr haben. Ще отстраните проблемите, няма да имате повече проблеми. Wir wissen noch warum. Знаете защо? Ursache behandeln. Защото лекуваме причината. Nicht Symptom behandeln. А не симптома. Einfach, oder? Лесно е, нали? Machen. Правете го. Nächstes Problem. Следващ проблем. Lunge. Бели дробове. Bronchitis. Бронхит. Астма. Астма. Chronische Lungenerkrankung. Хронични заболявания на белите дробове. Gibt's auch bei Kindern. Които се появяват и при деца. Pseudogrupp. Pseudogrupp, wo die Kinder nachts krampfen. Децата получават крампи през нощта. Machen Sie das Konzept. Направете тази концепция. Sie haben immer eine Chance, die Lunge wieder so hinzukriegen, dass sie deutlich verbesserte Lungenwerte haben.
винаги им във всеки един момент имате шанс да направите така, че така да подобрите състоянието на белите си дробове и да получите по-добри белодробни стойности. Das heißt, bei allen Lungenproblemen, което означава при всички проблеми на което означава при всички проблеми на белите дробове, алоа вера с мед или сивера, в зависимост от възрастта, както казахме. Пробаланс. Пробаланс. Und reichi zum Entgiften. Reishi за детоксикация. Und chronische Lungenprobleme erzeugen oft akute Infekte. Хроничните заболявания на белите дробове често се проявяват с остри инфекции. Und dann wird wieder oft in der Schulmedizin Cortison oder Antibiotika eingesetzt. И тогава от гледна точка на традиционната медицина се използва кортизон или антибиотици. Alternative Colostrum flüssig und Cystus. Алтернативата, която можем да приложим, колострум, течен колострум или цистус. Шилдрузе. Читовидна жлеза. Aloe vera sivera. Aloe vera sivera. Пробаланс. Пробаланс. Колострум флюсиш. И течна колостра. Egal, Unterfunktion, Überfunktion. Независимо дали става дума за хипер или хипофункция. Knoten, Zysten. Независимо дали става въпрос за възли или кисти. Oder Hashimoto. Или за болест на Хашимото. Können Sie komplett in die Regulation bekommen. Може да стигнете до такава фаза, че да сте напълно регулирани. Das heißt, Sie bekommen wieder normale Schilddrüsenfunktion. Което означава, че получавате отново нормална функция на щитовидната жлеза. Und Sie behalten Ihre Schilddrüse. И си запазвате щитовидната жлеза. Стрес. Стрес. Mindmaster. Mindmaster. 80 ml, 100 ml. 80 ml, 100 ml. Bitte? Allergie. Das ist Allergie? Ja. Ja, ja, richtig. Entschuldigung. Allergie. Allergie. Habe ich Ihnen am Anfang erklärt? Началото обясних за алергиите. Allergene nehmen Sie über die Luft auf. Получавате алергените през въздуха. Die Pollen. Полените. Allergene nehmen Sie über die Nahrung auf. Също така алергени може да получите и посредством храната. Лактоза, фруктоза, глутен интоларанс. Като непоносимост към лактоза, към фруктоза, като към глутен. Sagt Ihnen was? Чували сте за това? Das heißt, Sie müssen Ihrem Körper helfen, die Allergene, die er geparkt hat, aus dem Körper auszuscheiden. Това, което трябва да направим, е да помогнете на организма всички тези алергени, които са натрупали, да бъдат отведени извън организма. Ich hatte Patienten, die einen Allergiepass hatten. Allergiepass. Имам пациенти, които имат паспорт за алергиите. Allergiepass. Pass. Allergie. Drei Seiten mit Stoffen, die sie nicht vertragen. В който са изписани всички тези неща, към които имат непоносимост. Три страници цели изпълнени с вещества, към които имат непоносимост. Mit diesem Konzept. С тази концепция. Nach 6 Monaten. След 6 месеца. Keine Allergie mehr. Повече никаква алергия. Keine. Können Sie das jetzt verstehen? Das hat nichts mit Wunder oder Zufall oder Glück zu tun. Die Aufgabe muss es sein, dem Körper zu helfen. Die Probleme, die er hat, да може проблемите, които има, wieder loszuwerden. Да бъдат отново решени. Und nicht nur die Symptome zu behandeln. А не само да третираме симптомите. Schilddrüse. Щитовидна жлеза. Nein, Stress, Entschuldigung. Не, стрес. Ich hab Stress. Mindmaster. Mindmaster. Depressionen. При депресия mit 2x80 ml с
Können Sie jemand helfen, der schon jahrelang Antidepressiva nehmen muss? Можете да помогнете на някой, който от години трябва да приема антидепресанти. Dass der in paar Wochen kein Antidepressivo mehr braucht. Само за няколко седмици вече да не са му нужни антидепресанти. Wenn Sie das den Patienten empfehlen, sind die Ihnen dann dankbar? Когато съветвате пациенти, sind die Ihnen dann dankbar? Ще ви бъдат благодарни. Wenn Sie das Ihren Patienten empfehlen, sind die Ihnen dann dankbar? Ако съветвате това вашите пациенти, те ще ви бъдат ли благодарни? Да. Да. Да, да. Ja, ja. Da, da, da. Deswegen Konzept. Eto zašto govorim za koncepcija. Wechseljahre. Klimakterium. Meine Damen. Sie brauchen nicht mehr zu schwitzen. Не е необходимо да се потите. Sie haben keine Hitzewallungen mehr. Не получавате горещи вълни. Und können sich wirkungsvoll vor Osteoporose schützen. И можете да се защитите много ефективно срещу остеопороза. Sie denken hier nochmal an Ihren Vitamin D-Spiegel. Помислете много внимателно за нивото на витамин D. Пак. Пак. Пак или пак? Пак или пак? Пак. Пак? Pack. Ist das P bei euch ein R? Ja? Rack. Nicht Racki, sondern Rack. Rack. Okay. Trauriges Thema, oder? Kennen Sie Leute, die Krebs haben? Познавате ли хора, които страдат от рак? Wissen Sie, dass Krebs immer mehr zunimmt? Знаете ли, че рака все повече се увеличава? In allen Altersgruppen? Във всички възрастови групи? Könnte es sein, dass es dafür auch einen Grund gibt? Може ли да бъде така, че да няма причина за това? Да? Не. Es gibt für jede Krankheit einen Grund. За всяко едно заболяване си има причина. Beim Krebs sind es aber mehrere Gründe. Обаче при рака има много причини. Wenn Sie einen optimalen Stoffwechsel haben. Ако имате оптимална обмяна на веществата. Wenn Sie die Übersäuerung vermeiden. Ако избягвате свръхкиселеността на организма. Wenn Ihr Immunsystem on top ist. Когато имунната ви система е в топ форма. Und Ihr Darm gleichgewicht ist. И червата ви също се намира в баланс. Haben Krebszellen keine Chance. Раковите клетки нямат шанс. Merken Sie sich das bitte. Запомнете, моля ви, това. Falls Sie es noch nicht wissen sollten. Ако все още не сте го знали до сега. Sie produzieren jeden Tag Krebszellen. Всеки ден вие произвеждате ракови клетки. Wenn Ihr Körper on top ist, ist das kein Problem. Ако вашето тяло е в отлична форма, това не е проблем. Das heißt, beim Krebs, bei der Krebserkrankung, die ja manchmal sehr schnell entstehen kann. Но при раково заболяване, което понякога много бързо може да се развие. Spielt immer der Stoffwechsel eine große Rolle. Винаги метаболизма играе много голяма роля. Immer die Übersäuerung eine große Rolle. Винаги свръхкиселеността също играе роля. Immer das blockierte Immunsystem eine Rolle. Винаги блокираната имунна система играе роля. Und die freien Radikale. Die freien Radikale. И свободните радикали. Und deswegen das Konzept. И ето защо е тази концепция. Und Sie sollten das auch so machen. И точно по такъв начин трябва да я правите. Und nicht nur ein, zwei Sachen nehmen. А не само едно-две неща да взимате. Können Sie sich vorstellen, dass ich Patienten mit diesem Schema so behandeln konnte, dass
Можете ли да си представите, че по тази схема съм могъл да дам лечение на мои пациенти? Dass die, die von der Schulmedizin schon zum Sterben nach Hause geschickt wurden, които от традиционната медицина са отписани и са изпратени вкъщи да умрат. Wieder gesund wurden. Те отново са им помогнали да станат отново здрави. Von allem dann aber eine sehr hohe Dosierung. Но от всичко това трябва много висока дозировка. Deutlich mehr als auf der Packung steht. Много по-високо от тази, която стои на опаковката. Und das Schöne an dieser Therapie ist, и хубавото в тази терапия е, Sie können es in der Chemotherapie machen. Можете правите химиотерапия. Sie können das während der Bestrahlung machen. Можете и лъчетерапия да правите. Es unterstützt ihren Körper, dass er was zur Gesundung beitragen kann. Тя подпомага всеки един организъм, дава, има принос за здравето на всеки един организъм. Haben Sie Vertrauen zu diesem Konzept? Vertrauen. Дали сте някога за такава концепция? Haben Sie bitte auch Vertrauen zu der Firma LR? Имате ли доверие в фирмата LR? Nicht zu der Firma LR, sondern zu den Produkten. Не към самата фирма LR, но към продуктите. Warum bin ich seit 14 Jahren fast jedes Wochenende mit Seminaren on Tour? През последните 14 години всеки уикенд съм на някакви семинари. Weil ich ein bisschen Ahnung von Medizin habe. И имам някаква представа от медицина. Weil ich ganz viel Erfahrung habe mit Nahrungsergänzungsmitteln. И имам доста голям опит с хранителните продукти, с добавките. Auch bei einigen Produktentwicklungen mit von der Pativa. При някои разработвания продукти участвах. Und ich kann Ihnen sagen, dass die Firma einen sehr großen Wert drauf legt auf Qualität, Qualität, Qualität. И мога да кажа, че компанията поставя много голям акцент върху качеството, качеството и пак качеството. Ich würde mich als Arzt nie in der Öffentlichkeit präsentieren, wenn ich nicht A von der Qualität der Produkte überzeugt wäre. Не бихте ме чули да говоря така публично, ако не бях лично убеден в качеството на продуктите. Wenn ich nicht als Referent auch diese Produkte selbst benutzen würde. Ако аз като лектор не бих използвал тези продукти. Weil das ist natürlich wichtig, dass man damit auch Erfahrung hat. Защото е важно човек да има опит с това. Eigene Erfahrung. И то личен опит. Wissen Sie eigentlich, wie ich zu der Firma LR gekommen bin? Знаете ли как дойдох, свързах с фирмата LR? Wollen Sie es wissen? Искате ли да знаете? Да. Vor 12 Jahren. Преди 12 години. Ich sitze in meiner damaligen Praxis. Си седях тук в тогавашната си практика лекарска. Und in mein Sprechzimmer kommt ein Polizist. И в записания си в часовете дойде един полицай. In voller Uniform. С пълната си униформа. Und an der Seite seine Knarre. И отстрани пистолета. Was habe ich im ersten Moment gedacht? И какво си помислих в този момент? Was hast du angestellt? Was hast du verbrochen? Was hast du angestellt? Verbrochen, angestellt, gemacht. Какво си направил? Können Sie sich vorstellen? Man sitzt in der Arztpraxis, ein Polizist kommt, mit der Knarre. Можете да си представите,
стоя си така в лекарската практика, идва един полицай и така застана. Ich habe dann erkannt, dass das ein Patient von mir war. Тогава разбрах, че той е мой пациент. Er nimmt aus einer Plastiktüte. Той извади от една нейлонова торбичка. Eine Flasche Aloe Vera. Една бутилка Aloe Vera. Stellt sie mir auf den Schreibtisch. Сложи я на бюрото. Und sagt zu mir als Arzt. И ми каза на мен като лекар. Kümmere dich drum. Tu dich damit beschäftigen. Kümmere dich drum. Guck, was das ist, was das macht. Виж какво прави това нещо. Verstanden? Ja. Stellt mir eine Flasche auf den Schreibtisch und sagt nichts zu dem Produkt. Сложи ми една бутилка Aloe Vera на бюрото и не каза нищо за продукта. Es wieder rausgegangen. И след това си излезе. Versuchen Sie das mal bei Ihrem Arzt zu machen. Така че се опитайте да го направите вие като лекар. Stellen Sie Ihrem Arzt mal eine Flasche Aloe Vera auf den Schreibtisch. Идете при вашия лекар и му поставете една бутилка Aloe Vera на масата. Und warten mal die Reaktion ab. Ich hatte damals zu dieser Zeit mein bisher größtes gesundheitliches Problem gehabt, ein schweres Burnout-Syndrom. Burnout-Syndrom. Burnout. Burnout. По това време имах моя тежък здравословен проблем, тежък бърнаут. Nicht burnout, sondern burnout. Okay. Das heißt, es war so schlimm gewesen. Той беше бях такова лошо състояние. Ich konnte nicht mehr richtig arbeiten. И не можех правилно да работя вече. Ich habe mich immer wieder gefragt, was soll das überhaupt noch mit deinem Leben? Und haben mir öfters vorgestellt. Verstanden? Dann stellt er mir eine Flasche Aloe Vera auf den Tisch. Една бутилка Aloe Vera стоеше на бюрото. Ich hatte keine Ahnung von Aloe Vera. Нямах си най-малка представа от Aloe Vera. Ich hatte noch nie was davon gehört. Никога не бях чувал за това. Und mein Bauch hat gesagt, и стомаха ми каза, trink es. Изпий го. Nach ein paar Wochen, след няколко седмици, muss ich selbst feststellen, dass es mir deutlich besser ging. Аз самия трябваше да установя, че ми е станало много по-добре. Ich habe am Anfang gedacht, в началото си мислех, das kann doch gar nicht wahr sein. Не може да е истина. Es war so. Es war so. Mir ging es deutlich besser. Но беше така. Und das hat mich neugierig gemacht. И тогава станах любопитен. Warum hat ihr Aloe Vera ein neues Leben geschenkt? Ein neues Leben. Защото Aloe Vera ми подари един нов живот. Und dann habe ich mich dafür interessiert. И за това се заинтересувах. Was will ich Ihnen damit sagen zum Schluss? Какво бих искал да ви кажа? Wir können noch drei Tage über Aloe Vera, über die ganzen Produkte reden. Можем още 3 дена да говорим за Aloe Vera и за целия продукт. Ich könnte Ihnen hunderte von Befunden erklären, was alles mit Aloe Vera möglich ist. Мога да ви на база на различни научни открития, мога да ви разкажа какво точно представлява Aloe Vera. Ich kann Sie für Aloe Vera begeistern. Мога да ви ентусиазирам за Aloe Vera. Aber machen müssen Sie selbst. Но трябва да го направите сами. Oder? Или?
Probieren Sie es einfach mal 2-3 Monate aus. Опитайте за 2-3 месеца. Aber richtig dosieren. Но с правилната дозировка. Und dann garantiere ich Ihnen, и тогава ви гарантирам, dass Sie nur noch begeistert sind. Ще бъдете, единството, което ще бъдете въодушевени. Darf ich Ihnen zum Schluss noch ein Kompliment machen? Ich weiß, dass es sehr schwierig ist, stundenlang hier zu sitzen. Stundenlang einem Doktor zuzuhören. Kompliment. Kompliment. Was würde ich dir jetzt wünschen? Ich kenne diese Firma seit 14 Jahren. Und ich weiß, dass diese Firma LR Big Business ist. Können Sie sich vorstellen, dass mich als Arzt Big Business nicht besonders interessiert? Можете да си представите, че аз като лекар не бих се интересувал от голям бизнес. Mich interessiert big health. Мен ме интересува голямото здраве. Verstehen Sie, was ich Ihnen sagen will? Разбирате ли какво бих искал да ви кажа? Für mich ist es wichtig, dass Sie als LR-Partner за мен е важно, вие като сътрудници на LR ein solides Wissen haben. Да имате солидни знания. Dass Sie heute wissen, spätestens heute. Dass Sie spätestens heute wissen. Че най-накрая днес знаете. Dass Sie hervorragende Produkte an Hand haben. Че имате отлични продукти. Mit denen Sie ganz vielen Leuten ganz toll helfen können. Страшно много хора, страшно много може да помогнете. Das haben Sie doch heute verstanden, oder? Това, надявам се, сте разбрали. Das heißt, Sie reden mit den Leuten seriös. Това означава, че трябва да разговаряте с хората сериозно. Sie achten darauf, dass die Leute die Produkte auch so nehmen, dass sie einen Erfolg haben. Да сте сигурни, че хората така ще приемат продукти, така че да имат успех с тях. Wenn ihre Interessenten und LR-Partner mit diesen Produkten Erfolg haben, Verbesserung der Gesundheit. Когато с продуктите на LR вие успеете да постигнете успехи за здравето, dann sind ihre Partner begeistert. Тогава сътрудниците се въодушевяват. Und sie reden positiv über die Produkte. И тогава започват да говорят позитивно за продуктите. Und was bedeutet das dann für Sie? А какво означава това за вас? Sie haben Patienten, Menschen geholfen, gesund zu werden. Вие сте помогнали на хора, на пациенти да станат отново здрави. Und dann haben Sie big business. И тогава имате голям бизнес. Nicht umgekehrt. А не обратното. Haben Sie mich verstanden? Разбрахте ли ме? Ich bin vorhin gefragt worden, wann kommen Sie denn noch mal? Ich bin vorhin gefragt worden, wann kommen Sie denn noch mal? Беше ми зададен въпрос, кога ще дойда пак? Dann habe ich zu ihm gesagt, anrufen, Dr. Del B. kommt. И тогава казах, обади се и доктор Del B. идва. Warum? Защо? Das ist meine Aufgabe. Защото това ми е задачата. Meine Aufgabe ist es, Ihnen Konzepte an die Hand zu geben, Моята задача е да ви давам концепции, dass Sie davon profitieren, от които вие да се възползвате, Ihre Familie, вашите семейства, Ihre Freundeskreis, вашия приятелски кръг, alle Ihre Bekannten, и всички ваши познати. Und das ist ein sehr, sehr lohnendes Ziel. И това е една много
Една цел, която много си струва. Und jetzt hätte ich gerne zum Schluss meinen Wunschsong. И в края бих искал така да кажа моето пожелание. Und wenn Ihnen das gefallen hat, dürfen Sie parallel zu meinem Wunschsong aufstehen und ganz doll klatschen. Please, Music! Thank you. Bye bye.